Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Folge haben wir da hinten, glaube ich, aufgehört. Also ich glaube, wir hatten vor dem Bauernhaus aufgehört, ne? Also an diesem Häuschen, was wir gerade am Bauen so sind oder gewesen sind. Und jetzt sind wir hier im Lager. Das hat zum einen Grund, dass ich das Kistchen hier mal aufgeräumt habe. Wartet mal ganz kurz, ich muss mal gerade ein bisschen leiser machen. So, ja, was ist passiert? Ich habe endlich nochmal rumgeguckt, was die Mods betrifft. Und da hatte ich ja das letzte Mal, war ich doch ein bisschen unglücklich, dass das hier nicht mehr ging. Ne, also dieses automatische Sortieren. Ich habe die Inventory Tweaks, also diese Modifikation jetzt wieder eingebaut. Die geht jetzt endlich. Und was auch wieder geht, das kann ich euch auch zeigen. Moment, das geht am besten so. Oh, Optifine geht wieder, ich bin so glücklich. Und was noch geht, das kann ich euch auch zeigen. Das machen wir dann auch direkt mal. Wir tuckern mal gerade da hinten hin, das geht nämlich auch wieder, und zwar der Enchanting Plus, die Enchanting Plus Modifikation. Und ich würde sagen, wir investieren gleich mal ein wenig was in die Reparatur unserer Spitzhacke, was überhaupt nicht funktioniert, weil wir nicht genügend Level haben. Das ist aber ärgerlich. Ja, das ist sogar verdammt scheiße, weil die schon ziemlich am Arsch ist. Das heißt, wir brauchen dringend ein paar Erfahrungspunkte. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir enchanten können? Wie sieht es denn mit dem Ding aus? Kann man das einfach so enchanten oder muss das tatsächlich ganz sein, dass das funktioniert? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir probieren es einfach natürlich mal so. Funktioniert das? Können wir das disenchanten, das Schwert? Geht das? Ne, das geht nicht. Ja, okay, das wäre ein bisschen assi, ich weiß. Schade, hätte ja funktionieren können. Ich meine, naja, okay. Gut, dann lassen wir das einfach. Ist nicht so schlimm. Packen wir das wieder in die Kiste hier rein und gut ist. Boah, das ist so geil, dass wir jetzt die Kisten hier so wieder sortieren können. Da bin ich so glücklich drüber. Habe ich dann hier auch direkt mal gemacht. Hier und da mal. Was habe ich? Habe ich noch irgendwas gemacht gehabt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Monster aber noch aus. Nee, auch nicht. Okay, pass auf. Dann schnetzeln wir uns jetzt mal durch. Ich weiß, wir haben die U-Bahn gebaut und könnten eigentlich rüberfahren. Aber wir machen das jetzt einfach mal mit Hilfe des Diamantschwertes. Vorher nehme ich aber noch ein paar Steine mit, bevor ich hier wieder zurücklaufen muss. Die nehmen wir auch mal mit, die Steinstufen nehmen wir mal mit, den normalen Stein nicht. Ich glaube, wir haben ja drüben noch eine Kiste stehen, ne? Und Kies nehmen wir mal mit. Und dann nehmen wir vielleicht doch noch die normalen Steine mit. Haha, das ist so geil. Ich freue mich. So, warte mal, genau, wir wollten ja auch noch unserem Esel einen Namen geben. Und zwar, warte mal, dann nennen wir den jetzt einfach mal Rüdiger. Das kostet 5 Erfahrungspunkte, aber weißt du was? Das ist es mir wert. Rüdiger. Ja. Muss ich die Musik ein bisschen leiser machen? Wo sind wir denn hier? 7? Kommen wir auf 5? Kommen wir auf 5? Kommen wir auf 5? Hallo? Nee, kommen wir nicht. Okay, egal. Dann lassen wir es halt auf 7. Wenn es ein bisschen laut ist, tut mir leid. Aber das ist doch, glaube ich, nur der Song. Ich glaube, das wird dann wieder leiser auf jeden Fall. Schwingen wir uns jetzt hier hin. Oh, es regnet. Nicht so toll. Naja. Ich habe den Rain Splash ausgemacht. Einfach nur, weil er mir auf den Sack geht. Sag ich euch ganz ehrlich. Der geht mir auf den Sack. So, dem da hinten geht's gut. Der steht mitten in der Nacht in der Tür. Das ist ja auch super. Ist auch total sinnvoll. Alter, was bist du denn? Heftig, wie er aussieht. Heftig, wie du aussiehst. So. Oh, hier geht eigentlich immer ordentlich Action. Ich hoffe... Hilfe. Irgendjemand? Ah ja, hallo. Au. Du Penner-Drecksack. Au. Alter, ich hasse Skelette. Warum immer Skelette? Alter, was geht mit dem Enderman ab? Ach, weil es regnet wahrscheinlich. Na? So. Weil es regnet, da dreht er wahrscheinlich am Rad, glaube ich. Ja, doch, könnte sein. Finde ich gut, ich mag die Enderdinger eh nicht. Die sind scheiße. Was machst du denn hier? Hä? Hallo? Kollege? Nein! Geh weg! Wir könnten eigentlich auf unserem Pferdchen reiten und kämpfen, ne? Ha, was? Was? Hilfe! Alter, ein Zombie-Gnomen-Baby, ich glaub's nicht. Ach, die gehen wieder auf die Tür los, warte mal. Gleich wieder da, Rüdiger. Hallo. Aua. Schnell im Regen. Ah. Huh. Ich brauche mich eigentlich einfach nur hier hinstellen, ne? Boah, wenn die nicht so nervig wären. Der greift mich mit einer Holzschippe an. Ich glaub's nicht. Alter! Schnauze! Pass mal auf. Ich habe eine andere Idee. Komm mal mit.
Ich bringe mal gerade den Esel wieder zurück. Warum ist der denn nicht an seinem Platz? Habe ich ein Seil dabei? Ich habe ein Seil dabei, gut. Warum ist er denn nicht hier an seinem Dingen geblieben? Was war das denn? Ist das verbuggt oder... Ein Creeper? Nicht? Gut. Ist das verbuggt oder habe ich einen Fehler gemacht? Bleib mal hier. So. Ach, was willst du denn? Halt die Klappe. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das Lied weitermachen. Boah, das geht ja mal gar nicht. Voll die nervtötende Mucke so. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen das Problemchen da hinten regeln. Das machen wir auch, würde ich sagen. Die crushen uns da... Oh, hallo. Au. Drecksack. Na komm, schieß den Creeper ab. Oh, verdammt. Bam. So, kurz was fressen. Oh. Da müssen wir denen schnell helfen. Alter. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Halt die Fresse. Wir werden das Problem gleich lösen. Beziehungsweise beseitigen. Aber erstmal will ich die restlichen Erfahrungspunkte hier auf jeden Fall noch mitnehmen. Alter. Hör auf jetzt. Alter. Diese Dorfbewohner, ne? Die gehen mir voll auf den Sack. Ganz ehrlich, das ist echt ein Grund, das Texture Pack zu wechseln. Das ist echt ein Grund zu sagen, leckt mich, Alter. Gehen wir ja voll auf den Sender. Ja, ja. So, da hinten ist ein einsames Schaf. Das ist bestimmt Schauen, das Schaf. Kennt das noch wer? Oh, Alter, jetzt ist da so ein Scheißklumpen da bei uns. Das Häuschen werden wir auf jeden Fall auch noch hier und da ein bisschen editieren. Ihr habt mir ja schon ein paar Vorschläge geschrieben. Das werden wir dann gleich machen. Aber jetzt beseitigen wir erstmal den Unrat hier. So. Wir konnten jetzt natürlich nicht pennen gehen, weil es natürlich regnet, aber weißt du was? Oh, ich hab too many items gar nicht drauf. Scheiße, ich wollte gerade den Regen wegmachen. Naja, egal. Das sieht immer so traurig hier aus, so trostlos, wenn es regnet. Okay, pass mal auf. Wir werden jetzt nochmal kurz rüberstolzieren. Nee, warte mal, als allererstes geben wir unserem Golem jetzt endlich mal einen Namen. Ach, unserem Golem, was? Jetzt habe ich ja schon verraten, was ich machen will. Nein! So, wir geben als allererstes mal unserem... Ist irgendwo ein Creeper? Gut. Wir geben dem als allererstes mal das Namensschild. Rüdiger! Ja! Rüdiger, ich freue mich. Herzlich willkommen in der Familie. So, dann bessern wir hier das mal aus. Und dann rennen wir nochmal schnell zurück. Und holen das Eisen. Und dann setzen wir denen da hinten nochmal zwei Golems hin. Dass die mal ein bisschen geschützter sind, das geht ja so nicht. Das kannst du ja nicht anbieten. Warum habe ich keinen Bock, dass wir uns die Dinger immer wieder hochcheaten müssen, weil die scheiß verkackten, naja, ihr wisst schon, die auffressen. Ich dachte auch, Baby-Zombies entstehen nur, wenn sich die Zombies irgendwie nur die Dorfbewohner fressen oder so. Die fressen doch unsere Dorfbewohner noch gar nicht. Also, nicht, dass ich wüsste. So. Einmal her mit dem Eisen, dann ab zur... Ist da jemand? Nee. Gut, wie waren das nochmal? Ich glaube so. Ja, wie viel braucht man davon? Machen wir mal 6 Stück. Wir machen gleich 2 Eisengolem. Wir haben es ja. Eisengolems. So. So. Reicht das Eisen? Es reicht gerade so. Wunderbar. So. Ich glaube, dann brauchen wir noch, wo haben wir denn? Haben wir überhaupt? Oh ja, wir haben 2 Stück. Aber nur Laternen. Nee, haben wir nicht. Gut. Ich glaube, 2 Stück reichen, ne? Ja, ich glaube schon. So. Dann hauen wir hier mal gerade noch den ganzen Unrat rein, den man im Moment sowieso nicht braucht. Haben wir noch was? Ja, das eine Eisen kann da noch mit rein. Die 2 Kürbisse brauchen wir. Ha, ich finde das so geil, dass das wieder funktioniert. Ich bin da so glücklich drüber. Das glaubt ihr mir gar nicht. So, das brauchen wir und die brauchen wir. Okay. So, vielleicht hat es ja inzwischen aufgehört zu regnen. Ich glaube zwar nicht. Aber naja. Was willst du machen? Nö, natürlich nicht. Wäre ja auch so schön gewesen. Alter, mir ist warm. Habe ich euch ja schon mal gesagt, mir ist tierisch warm. Das ist so krass. Das Schlimme ist, man kann bei der Aufnahme ja auch keinen Ventilator oder sowas laufen lassen. Weil,
Das sind so elende Luft- oder Windgeräusche dann am Mikrofon verursacht, aber es ist so tierisch warm. Es ist so, boah, einfach nur widerlich. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Sommertyp. Ich bin so froh, wenn der, ja, ich will nicht sagen, Scheißsommer vorbei ist, aber das ist mir echt zu warm. Das geht gar nicht. Ich bin auch mehr so der Wintertyp. Sag ich ganz ehrlich. Ich freue mich schon wieder, wenn es Winter wird. So, wie macht man das denn jetzt nochmal? Ich glaube so, so, so und Bams. Yo, hallo. So, machen wir mal hier einen hin. Und ich würde sagen, wir... Ach, verdammt, ich habe einen Eisenblock zu wenig gebaut. Scheiße. Sogar zwei zu wenig. Fuck, man braucht vier. Egal. Scheiß, der Bob ist drauf. Dann bauen wir jetzt, würde ich endlich mal sagen, hier hinten weiter. Und ich überlege gerade, ob ich erst den Weg weiterbauen sollte. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Das machen wir mal als allererstes. Ich nehme jetzt mal die Eisenschaufel. Einfach, ja. Ich mache das doch mal auf 80. Einfach, damit wir das Ding mal aus dem Inventar unten rauskriegen. Ist eigentlich gelogen. In Wahrheit mache ich das nur, um unsere Schaufel zu schonen. Aber wie gesagt, dann ist das Scheißding auch endlich mal da unten weg. Und das ist Jod. Jod. Boah, ja, wie gesagt, also ich bin ehrlich gesagt, ich habe zwar nichts gegen den Sommer. Ich bin jetzt nicht so ein Obernerd, der sagt, Sommer, ich hasse Sommer. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin mehr so der Wintertyp. Ich, wenn es so warm ist, dann habe ich A zu nix Bock. Ich habe keine Lust, irgendwas zu tun. Ich habe, ach, keine Ahnung. Noch nicht mal Bock zu reden eigentlich, aber ich habe jetzt irgendwie gerade Lust gehabt, doch ein bisschen aufzunehmen. Ich hatte eh keine Folgen mehr gehabt und deswegen dachte ich mir, nee, du musst jetzt heute ran. Also, ich hätte natürlich nicht gemusst, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Aber, naja. Und deshalb habe ich mich jetzt hier ran gewagt. Und ich muss echt sagen, es ist eigentlich, also wenn man es richtig nimmt, ist es viel zu warm zum Aufnehmen. Aber das macht nichts. Es ist jetzt im Moment Abend, wir haben jetzt, wo haben wir denn, weiß ich gar nicht. Ich nehme mal wieder an einem Montag auf. Ja, knapp zwei Stunden bevor Resting wieder anfängt. Ist irgendwie mal ein Minecraft-Spot geworden. Dann nehme ich irgendwie am liebsten Minecraft auf. Ich weiß auch nicht. Ja, wie gesagt, jetzt ist es warm. Aber es ist ein bisschen abgekühlt. Also ich finde, das ist immer so geil, wenn die Sonne dann weggeht. So gegen... Ja, wann geht die Sonne immer unter hier? Ich weiß es gar nicht so. Halb zehn oder so? Zehn, halb zehn rum irgendwann. Naja, jedenfalls finde ich dann immer lustig. Da merkst du so richtig, wie es abkühlt. Das ist wie so ein Temperatursturz von 40 Grad auf minus 20. Nee, so extrem ist es nicht, aber ist schon krass. Und es gibt natürlich Leute, die mögen den Sommer so, wie er ist. Das ist ja auch schön und gut. Ich gehöre da aber nicht zu. Ganz ehrlich. Und ich hoffe wirklich, dass es bis zur Gamescom noch ein bisschen abkühlt. Das wäre wirklich ziemlich toll. Aber ich rechne damit ehrlich gesagt nicht. Ich meine, so an sich, wenn du irgendwie sagst, ich fahre in Urlaub oder so, da sind natürlich 35 Grad wunderbar. Aber wenn du irgendwie die ganze Zeit am PC hockst, weil du arbeiten musst und wenn du dann noch am PC hockst, weil du aufnehmen musst und so weiter. Ich habe einen Fehler gemacht. Egal, ist nicht so schlimm. Jedenfalls, wenn du den ganzen Tag am PC hockst, da willst du echt nicht so warm haben. Das ist auch nicht gut für den Computer, glaube ich. Aber ich habe mir einen neuen gekauft gehabt. Und da bin ich auch ganz froh drum, denn da habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Lüfter oder sowas drin. Und ich muss sagen, die Kiste ist ziemlich kühl. Das ist wirklich gut. Was hatten wir denn hier eigentlich noch drin? Kisten, ja, super. Saugeil. Und Pflastersteine. Wo haben wir denn eine Werkbank mal? Haben wir denn... Hallo, die Herrschaften. Houtini! Geh mal aus dem Weg, bitte. Hatten wir hier nicht eine Werkbank drin? Hatte ich die rausgeruppt oder was? Hä? Haben wir hier... Ach, pass auf, dann machen wir uns da hinten einfach eine neue. Wir sind da ja sowieso noch am Arbeiten. Das heißt, da kann man ruhig mal noch eine Werkbank hinklatschen. Hui! Ich habe ein Skelett gehört. I don't like what I hear. So. Okay. Klatschen wir die gerade mal am besten hier hin. Hier müssen wir übrigens auch noch gleich ausbessern. Das hatte ich ja schon gesagt gehabt, hat er in den Kommentaren geschrieben. Das sähe hier nicht so toll aus. Und dann tun wir das gleich mal editieren. Das ist ja das Schöne über Minecraft. Jetzt haben wir wieder einen Steinblock. Hier, komm, schenke ich dir.
Das ist ja das Schöne bei Minecraft, man kann immer noch editieren, wenn irgendwas nicht so toll ist. Wenn er sagt, das gefällt euch nicht, schreibt es hoch, einfach in die Kommentare und dann machen wir das einfach nochmal neu. Ne? Das ist ja... Alter! Was ist das denn schon wieder? Kann man das so anbieten? Kann man das bestimmt schon? Ich glaube aber, ich möchte dann hier noch eine Treppe hin haben. Das machen wir gleich. So, und eigentlich wollte ich dann hier so rumgehen und das hier müsste dann auch zum Teil noch weg. Moment. So. So dann. Oder ist das nicht so cool? Hm. Ich kann nicht so einfach. Muss ich mal gucken. Ach man, das gibt's doch gar nicht. Die Steine sind schon wieder leer. Die sind ja nichts wert, die Dinger. Hihi, wert. Nee, irgendwie bin ich noch nicht so überzeugt. Das gefällt mir irgendwie nicht. Es gefällt mir nicht. Warte mal, wie sieht's denn damit aus? Ja, vielleicht schon eher, aber... Wirkt jetzt auf mich auch noch nicht so überzeugend, aber das kann sich ja noch vielleicht noch ändern, möglicherweise. Ach, guck mal, wir haben noch welche von denen. Die sind ja noch gar nicht leer. Wieso, meckere ich denn schon rum? So, machen wir es erstmal bis hier. Ich weiß nicht, ob es da hinten dann noch irgendwas gibt. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So. Kann man das... Ja, muss man mal gucken. Sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Ich weiß es nicht. Da oben könnte man natürlich dann noch... warte mal. Würden die vielleicht... Nein. Vielen Dank. Hey, gib das her. So. Weiß ich jetzt nicht. Sieht das jetzt toll aus oder eher nicht so? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal das hier weg. Das war ja ein kleiner Betriebsunfall. Kommt nicht wieder vor. Was machen wir denn da für Fenster? Ich war also hier auf jeden Fall zu. Ja, und da würde ich sagen, ein großes dann. Vielleicht so. Ja. Das ist gut. Dann kommt hier wieder dicht. Da kommt dicht und hier kommt dann das Fensterchen hin. Huch. Es wird schon wieder dunkel, wie ich gerade sehe. Das heißt, ich mache da mal schnell noch ein paar Fackeln hin. Ich weiß jetzt nicht, ob das da so toll aussieht mit diesen Dingern da oben drauf. Irgendwie ja noch nicht so, ne? Hm. Ich lasse es einfach erstmal so. Ich mache hier erstmal ein paar Fackeln hin. Bevor es hier gleich Ärger gibt. Ich höre schon wieder einen Slime. So, hier auch nochmal schnell. Hier. Nein! Und hier drinnen vor allem. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich hier geplant hatte mit diesen... Ach ja, doch, das waren ja die Querbalken. Richtig. Und wir hatten ja, glaube ich, das falsche Holz genommen, ne? Ja, Fichtenholz. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Golem macht. Ob der die Zombies angreift? Wir können ja in der Zeit noch... machen wir die hier hin? Jo, das ist okay. Sollen wir gucken, was der Golem macht? Fühlt er sich verantwortlich? Ja! Sehr schön. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Der greift die natürlich jetzt an, die Zombies, die hier angreifen. Aber ich glaube, der greift keine Creeper an. Da kommt der Nächste. Und der kriegt jetzt auch gleich aufs Maul. Der will zu mir. Geh weg. So, wir können ja auch noch mal ein bisschen schnetzeln, um ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Hallo. Da kommen sie alle, die Elenden. Die Brot. Die Walker. Oh, am Wochenende... War das am Wochenende? Ne, am Freitag letzte Woche. Da kam die Sneak Peek zur neuen Walking Dead Staffel raus. Alter, ich habe das gefeiert. Da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also auf der Walking Dead Staffel 4, das wird ein Fest. Im Oktober. Nein! Oh. Nein! Oh, Alter. Das war jetzt zweimal richtig knapp. Ne, also Walking Dead, die neue Staffel, da freue ich mich richtig drauf. Herr Golem,